Heute ist der 8. August, ein sehr schöner Sonnentag, nicht fürchterlich heiß. Ich habe doch tatsächlich ein paar, wohl alles Männchen, fliegen sehen. Es scheint auch hier mehr Ende der Flugzeit zu sein. Die Falter, die ich von nah sehen konnte, waren alle leicht bis stark beschädigt. Weibchen habe ich bisher nicht gesehen. Ich bin jetzt ganz hoch geklettert. Dort fliegen auch einige Falter. Insgesamt habe ich aber nicht mehr als 20 gesehen. Den weiteren Schwenk werde ich im Sitzen machen. Da unten, wo der Zaun ist, von da steigt man hoch. Es ist im Prinzip westliches Ende des Biotops. Ich bin hier auf 12 bis 1300 Meter Höhe. Noch einmal den Hang hoch. Hier doch noch ein Yotunensis Weibchen. Es ist das einzige, das ich gesehen habe. Es ist schon abgeflogen. Es ist leider Ende der Flugzeit, was mich wundert, denn jetzt waren 6 bis 8 schlechte Tage. Da war kein Falterflug. Mal den Hintergrund drauf kriegen. Ja. Normalerweise sind die Ozellen nicht orange. Das ist ein Zeichen, dass dieses Weibchen schon lange geflogen ist. Trotzdem schön. Heute habe ich dann, ich bin ganz hoch gegangen, doch insgesamt vielleicht 20 Falter gesehen. Normalerweise sollen hier über 100 zu zählen sein. Hier ein Männchen vom Yotunensis. Zu guter Letzt habe ich doch noch eins gefunden. Zum Glück scheint jetzt keine Sonne. Ansonsten haben sie sich kaum gesetzt. Jetzt noch mal mit Hintergrund. Dieses scheint hier relativ unbeschädigt zu sein. Alle anderen, die ich gesehen habe, machten einen recht ledierten Eindruck.
auch relativ windig jetzt. Ich habe hier aber eine einigermaßen windgeschützte Stelle. Heute war bisher der schönste Tag. Ich werde es vorhin nachher noch an einer anderen Stelle versuchen. So ein bisschen mit Hintergrund. Der Berg da hinten ist der gleiche, den man auf einem Foto im Buch von Hendriksen und Kreutzer sehen kann. Also hier waren sie damals auch. Eben hat er gerade die Flügel geöffnet, ja. Jetzt aber wieder geschlossen. Da. Doch ein bisschen Flügel öffnen. Dieses scheint ein recht frisches Männchen zu sein. Hoffentlich fliegt es nicht weg. Jetzt nochmal wie 2007 eine Biotopstudie. Wie gesagt, da hinten die Berge sind auch im Hendriksen-Kreutzer auf einem Foto zu sehen. Die Sonne ist jetzt weggegangen, nur fliegt nichts mehr. Also ein richtiger knuffiger Sonnentag, wie ich es in 2007 und 2008 hatte, habe ich diesmal. Ich bin schon eine Woche hier, nicht erlebt.